So. Wupp, weg war er. Du hast doch auch eine Werkzeugkiste, oder? Bestimmt. Geh doch einfach gucken. Oder auch nicht. Geh doch einfach gucken. Ach, aber ich glaube, wir haben eine. 100. Siehste, muss ich dir denn immer erst alles erklären? Ja. Oh Gott. Ich weiß, ich kann dich auch Emmis nennen, aber... Nein. Gott, ist völlig ausreichend. Eben. Obwohl, du bist da eigentlich nicht ganz so richtig mit der Aussage, ne? Warum? Ja, du sollst nicht haben andere Götter neben mir und so, da ich ja hier sowieso schon der Obergott bin und so. Ah ja, pro und so, weißt du? Ja, ja, pro. Du bist eher kontra. Du bist kontra. Nein. Wenn ich jetzt mit dem Kurga zocken würde, also wenn der Kurga jetzt hier dabei wäre, hätte er gekontert mit deine Mutter ist kontra, aber deine Mutterwitze wollen wir hier mal weglassen. Selbstverständlich. Ich bin irgendwie ein bisschen zu schnell mit der Sandplatziererei, merke ich gerade. Mach's langsamer. Ja, aber dann sieht das ja, das ziehen wir ja unnötig in die Länge, weißt du, das Let's Play dann. Dann sind wir ja geldgeile YouTuber und so. Was? Ach, sind wir das nicht? Sollten wir das sein? Manchmal. Also ich gehe mal davon aus, dass du davon ausgegangen bist. Du machst das nur wegen dem Geld. Ja. Korrekt. Okay. Wenn du das nur wegen dem Geld machst? Ich spiele bei dir. Ich kriege dafür kein Geld. Ja, ja. Und am Ende willst du dann doch wieder, schickst du mir wieder in Kasachstan Ivan her, der dann irgendwie hergeht und sein Inkasso-Büro mitbringt, weißt du? Und steht er wieder da und sagt, gib mir Geld. Hast du doch schon ein paar Mal gemacht. Hast mir doch schon ein paar Mal da die russischen Inkasso-Leute und so. Das macht er immer. Ich muss sogar dafür bezahlen, dass ich bei ihm an der Arbeit in seiner Abteilung aushelfen. Darf, weißt du? Ja, was sonst? Ja, ja. Ja. Und da unterhält sich auch niemand mit mir. Soll ja auch keiner. Ja, deswegen bindet er mir meistens immer ein Steak an den Rücken, damit wenigstens die Hunde mit mir spielen. Was hältst du denn von dem neuen Aufgang? Ja, wenn da eine Sonne drüber geht, dann ist das vielleicht kein schlechter Sonnenaufgang. Dreh dich doch einfach mal um. Du kannst Fragen stellen, Sekunde noch. Boah, totale Scheiße. Boah, totaler Mist. Oh, nee, doch, sieht gut aus. Kann man so stehen lassen. Ja, man kann dich auch was machen lassen. Hast du schon gut gemacht. Ja, ich weiß. So, wir sind hier im Übrigen in einer wahnsinnigen Dauerbaustelle mit dieser Ausschütterei hier. Also mein lieber Emmis, ich glaube, du solltest dann irgendwann helfenderweise tätig werden hier. Aber weil das ist sehr viel Sand, der hier geschüttet werden muss. Ich weiß. Eventuell mache ich das sogar mal offscreen, wenn das so weitergeht, weil das ist ja doch ziemlich lang. Darfst du nicht. Aber das darf ich nicht. Das wird mir verboten. Können wir jetzt mal schlafen gehen? Schon wieder? Ja. Ja, du willst immer nur mit mir ins Bett. Eine Nase lang, weißt du? Ganz schön feist von dir. Komm schon, Madame. Alter, allein für das Madame hättest du jetzt schon wieder einen verdient, weißt du? Nein. Doch. Und dann knallt er mir die Tür vor der Nase zu. Ei. Ja, ich werde noch was essen, bevor um zu Bett gehen. Leg dich hin. Geh schlafen. Leg dich hin. Ich habe ein Brot. Leg dich hin. Ich benutze es. Leg dich hin. Ich benutze das Brot. Ich habe ein Schwert, ich benutze das auch.
Oder warte mal. Warte mal, das war doch hier so Tic-Tac-Toe-mäßig hier. Schnick, Schnack, Schnuck. Kartoffel schlägt Brot. Nein. Leg dich hin, Mann. Tür schlägt Brot. Okay. Da kannst du hauen, wie du willst. Da funktioniert nichts. Leg dich jetzt ins Kött. Ich glaub's hackt. Das ist ja unglaublich. Hast du ein Problem? Schau mir in die Augen und sag mir, ob du ein Problem hast. Echt? Screenshot, Screenshot. Ich gehe da mal weiter Sand platzieren hier unten, weil das ist ja doch noch ein ordentliches Stück. Also quasi wie du. Hm. Aber du bist kein ordentliches Stück. Nein, ich bin nur ein halbes. Ja, du bist allenfalls ein Stückchen. Ein Stückchen? Ja, ein Stückchen Conchita. Oh nein, jetzt hör auf jetzt. Das ist nein. Richtig, die Reaktion wäre genau die Reaktion, die ich auch erwartet hätte. Ich brauch gar nicht zurück. Lala. Warum nicht? Ich hab noch genug Holz. Nein, hast du nicht. Geh zurück. Nein, ich hab noch genug Holz. Geh zurück. Geh zurück, du hast nicht genug Holz. So, dann. Er sagte, nein. Ich gehe nicht zurück. Ich habe genug Holz. Ich gehe nie wieder zurück. Ja. Weil ich genug Holz habe. Er ging nicht zurück. Ich wollte ihm Holz geben. Doch er wollte kein Stück. Oh nein. Bitte wein doch nicht. Männer müsste ich eher wegen deinem Gesinge weinen. Ja, eben. Wein doch nicht. Das Singen macht mir so viel Spaß. Der Gesang ist mein Leben. Ja. Dieter Bohlen hätte jetzt gekontert, du, wenn das dein Leben ist, du, dann würde ich lieber über den Suizidgedanken nachdenken. Ach ja. Oh, weia. Musikalisches Suizid. Gut, das betreibst du ja jedes Mal, das musikalische Suizid. Mhm. In deinem Auto. Mhm. Das Thema hatten wir ja schon vor ein paar Folgen. So, bam, 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 bam. Ja, das ist MS-74. Ach ja. So. Nein, wir dürfen ja nicht mehr schief singen. Ich habe ja in der vorletzten Folge oder wann, oder in der vorverletzten oder so, in der letzten Aufnahmesession halt, habe ich ja um mein Leben gesungen und da gab es auch schon den ein oder anderen virtuellen Revolver für. Zu Recht. Völlig zu Recht, weil so schief habe ich noch nie gesungen. Und ich Hast habe du schon das gerade gesungen? Ich habe schon des Öfteren schief gesungen. Ja, ich habe auch schon mal gerade gesungen. Mann. Alter, ich hab den Geburtstagslied kredenzt, weißt du? Ach so, da hast du aber nicht gesungen. Ja, muss ich doch auch nicht. Ich kann doch singen lassen. Hm, okay. Hast du ein Problem damit? Nein. Hast du ein Problem mit meinem Gesangsstil? Das ist doch kein Gesangsstil, das ist Ohrenquälerei. Du bist böse. Ich? Ja, du bist ein extrem finsterer Mensch. Ich habe noch nie einen böseren gesehen. Sogar der Kurga, der RPG-Kurga, ist total engelsgleich gegen dich. Weil du so ein bösartiger bist. So, jetzt ich komm dir gleich runter und dann hau ich dich. Komm doch, ich habe ein Schwert in der Hand. Ein falscher Schlag.
und du verlierst dein letztes bisschen Atemwille. Komm, das war gut formuliert. Atemwille. Atemwille. Ja. Nicht? Hm. Du willst nicht mehr atmen? Das können wir einrichten. Okay. Ja, siehst du. Verdammt. You failed. Nein. Doch. Nein. Doch, du hast verdammt gesagt. Ja, er hält sich ja auch wirklich für einen failfreien, aber er ist leider nicht so failfrei. Also feel free and fail. Hast du noch eine Schaufel? Ja. Ja, ich gehe mir eine holen. Du da ich hab noch hier noch, bist. Du kannst nee, auch nee, eine. Nee, ich bin schon auf dem Weg. Aber dann hör auf zu betteln, Mann. Ich hab dich nur gefragt. Du noch eine Schaufel, bitte. Deine abgeranzte... Eine abgeranzte, du hättest eine Fabrikneue von mir gekriegt, aber ja, gut. Ja. Ey, ist ein Top-Zustand, hat nur 100.000 Schläge drauf und so. So, wo sind denn deine Diamanten? Alter, mach keinen Scheiß. Ich werde dich sowas von niedermähen, wenn du hier die Diamanten klaust. Die Diamanten brauchen wir für wichtigere Sachen. Und zwar später für eine enorme rüstungsmäßige Rüstung und so. Rüstungsmäßige Rüstung? Ja, Mann. Weil Höhlentouren stehen noch an, in den Nether müssen wir noch gehen, da muss auch noch eine Basis rein. Die ich mir übrigens auch dir überlassen werde. Die was? Den Nether, die Nether-Basis. Warum? Ja, weil du das kannst und ich nicht. Thema Hölle. Das ist wie das Arbeiten mit dir. Wie die Hölle. Richtig. Na? Der war gut, hä? Nee, warum? Ist doch die Wahrheit, ne? Ja. Naja. Ich will mal Gnade vor Recht ergehen lassen. So schlecht ist er ja nicht. Man muss ihn ja lieb haben, weißt du? Sonst schmeißt er einen raus. Genau. Letzte Woche habe ich ihn tatsächlich noch getroffen. Auf dem Gelände. Aber da hat er keine Konserven oder was. Oder keine Proben unterm Arm gehabt, sondern ein Schwein. Habe ich ihn gefragt, wo hast denn das Schwein her? Soll ich beim Preisausschreiben gewonnen, sagte das Schwein. Otto-Witze. Richtig. Ach, schön. Ein alter Otto-Witz. Ist auch schon ziemlich lang her, aber der Gag war damals richtig gut. Wo haben sie denn das Schwein her? Ne? Mit dem Veranstalter. Zunächst einmal möchte ich mich beim Veranstalter hier selbst bedanken. Er ist wirklich sehr nett. Man muss ihn einfach gern haben, sonst schmeißt er einen raus. Ja. Ich mag Otto-Witze. Ich auch. Das habe ich beim Preisausschreiben gewonnen. Wow. So, was haben wir denn hier noch an Sand? Oh, deine Spuren. Meine Spuren? Ja. Deine Spuren im Sand und so. Egal, was du siehst. Egal, was du meinst, ich war's nicht. Doch, du warst das. Nein. Du warst das ganz bestimmt. So, dann wollen wir mal den Rest hier runterleiern. Zack. Du. Der Sand wird nicht reichen, übrigens. Also, wenn du so richtig produktiv arbeiten wolltest, ja, wie du immer tust, ja, dann würdest du jetzt schon längst für einen Sandnachschub sorgen. Aber weißt du, das überlässt du ja alles mir. Weißt du, wenn du einfach mal kurz warten würdest, bis ich mein Häuschen hier fertig hab. Bis dahin, ja, bis du das Häuschen fertig hast, sind alle Eulen verflogen. Nein, anderes Häuschen. Ach so. Warum anderes Häuschen? U-Bahn-Häuschen? Ach, bist du an einem U-Bahn-Häuschen dran? Betreibst du Baustellenhopping? Bist du Gronkh oder was? Ja. Nee, du machst voll Gronkh nach.
Du verstehst? Ja, natürlich.